Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mein Name ist Mohammed Mikael. Ich bin seit 5 Jahren Moslem und wollte kurz erzählen, wie ich zum Islam gekommen bin. Und zwar habe ich irgendwann in der Bibel gelesen und dann sind viele Fragen aufgekommen. Dann habe ich mit verschiedenen Freunden, die Muslime waren, gesprochen und auch über Koran gesprochen. Dann habe ich den Koran gelesen auf Deutsch und alhamdulillah bin dann Moslem geworden. Und jetzt seit 5 Jahren aktiv im Islam. Und ich wollte kurz ein Wort an meine muslimischen Brüder und Schwestern richten, die ihre Religion nicht praktizieren. Also ich halte es für falsch, denn wenn wir Islam praktizieren, haben wir inshallah Hoffnung aufs Paradies. Und wenn wir nicht praktizieren, haben wir weniger Chancen. Denn Allah hat uns geschaffen und es ist sein Recht, dass wir ihm dienen. Und es macht einen auch zum besseren Menschen, wenn man den Islam praktiziert. An Nicht-Muslime möchte ich sagen, interessiert euch für Islam, denn es ist der einzige Schutz vom Höllenfeuer. Ja, und wie, wenn man auf der Seite sieht, man wird zum besseren Menschen durch Islam, man wird einfach ein besserer Mensch, kann ich nur sagen.